Hi Leute, ich bin Wackelein und ja, ihr seht, ich bin wieder in dem Raum, war von am Eingang. Ich meine, es war zwar richtig, was wir getan haben im letzten Part am Ende, aber es war noch zu früh im Grunde, denn wir haben ja noch was vergessen in diesem Raum, denn Geister, lasst mich in Ruhe. Bisschen da oben rechts in die Nische rein. Weil wir haben ja noch immer keinen großen Schlüssel. Komm, hört sich, komm. Danke. Überall Geister und ekelhafter Spuk. Ich bin so froh, wenn dieser Tempel endlich vorbei ist. Weil er geht mir doch schon so ein bisschen auf die Nerven mittlerweile. So, ja, hier müssen wir lang. Das wäre so ein komischer Steinwächter. Den Raum kennen wir auch. Das war der Raum, wo die ganzen Schalter waren. Ganz von Anfang. Boah, überall so Dinger. Und hier brauchen wir ganz bestimmt die Energie. So, also Coronenkostüm und Legischwin. So einfach löst man das. Hier sind mir definitiv zu viele von euch, Kollegen. Oder ist hier eine Fee drin? Nein. Ein Schlüssel. Ah, jetzt hat er mich erwischt. So, mal sehen, kann ich ihn vielleicht noch irgendwo lang? Da drüben die Nische wäre vielleicht noch eine Option. Denn da war doch, glaube ich, so eine Treppe. Okay, testen wir es mal aus. Weil mein Gefühl sagt mir, das ist richtig. Hier geht's lang. Ach nee, die Treppe führt anscheinend nach oben. Gut, dann war es anscheinend nicht richtig. Wird sichtbar. Vielen Dank. So, dann werde ich das jetzt mal rüberfliegen. Zu der Seite. So, bis hierhin. Und wird hier einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ja, wir müssen dort rüber auf die andere Seite des Raumes. Und dazu muss ich erstmal die Stachelbomben ausschalten. Irgendwie ganz geschickt da vorbeiteilen.
Ich hoffe, dass mich die Bombe nicht trifft. Ach, Mann. Ja, wir müssen wirklich alle Bomben hier ausschalten, ansonsten... wird das hier nix. Mann, ey, meine Fresse. Boah, dieser dumme Tempel, ey. Schaff das, schaff das, schaff das. Komm. Oh, das war knapp. So, großer Schlüssel, wo bist du? Ich hoffe, du offenbarst dich mir bald. Oh Gott, ey, nein. Nee, komm, Kollege. Weg mit euch. Kurzen Stopp, Leute. So, ich bin wieder da und die Kollegen da machen mich ein bisschen nervös in dem Umgefliege, deswegen gehe ich mal rasch in den nächsten Raum und kann bloß hoffen, dass der Flugball fliegt. Ah, jetzt kam der Kollege, Graf Dracula, sage ich nur. Aber ich kenne seinen Schwachpunkt. Tja, und jetzt könnte ich zwar zuschlagen, wenn ich da nicht mehr verflucht, verhext wäre. Komm schon, Link. Mein Gott, nee. Ah, endlich. Wow. Also im Grunde ist eigentlich voll einfach, dieser Gegner. Ich glaube, ich werde meine Feen sowieso nochmal nachfüllen, bevor ich zum Endboss gehe. Ja, ich werde meine Feen nochmal nachfüllen.
Habt ihr gesehen, die Fledermäuse gehen ab und zu meiner Energie ab und er ist besiegt. Der Schattenmeister. Link hat wieder mal den Kampf gewonnen. Und wir schnappen uns den großen Schlüssel. The Great Master Key für den Boss. Und wir liegen ganz gut in der Zeit. Ich kann sogar zwischendurch noch ein bisschen irgendwo, ja, Feen und so ein Kram farmen. Oh nee, Kollegen. Nicht ihr schon wieder. Hier, komm. Geht sterben. Geht einfach nur gepflegt sterben. Danke. So, hier werde ich jetzt mal einen Trick anwenden, weil viel mehr war jetzt ja nicht. Eine kleine Abkürzung zum Eingang. Erst will ich jetzt mal noch was testen, bevor ich jetzt mich aufmache zum Farmen. Und Link, wieso schleichst du gerade so? Das finde ich gerade irgendwie ein bisschen komisch. Ah, jetzt kann man nämlich da oben hin. Auf diese Plattform und... eine verschlossene Türe. Gut, das wird hier noch bewacht von dem Robotertypen. Gut, next door wird der... ja, da naht sich schon der Boss so langsam. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal los zum Feenfarmen. Wir sehen uns hier gleich wieder im nächsten Raum. Bis gleich. So, nach langem, langem Durchforsten neigt sich der Felsen zum endlich dem Ende. Und ja, fehlt bloß noch der Kollege hier, der den Boss bewacht. Bam. Ah, er hat schon ein bisschen mehr Tricks auf Lager als der letzte Roboter. Aber er ist auch schon down. Und was haben wir in dieser kleinen Truhe? Etwas sehr Wichtiges, das wir gleich brauchen werden. Die Maske des Giganten erhalten. Die Kraft des Riesenschlummer an dieser Maske finden würde den Gegner für diese unbarmherzigen Mächte. Ihr werdet ihn gleich sehen, es kommt nämlich bloß noch ein Raum vor dem Boss. Aua. Da ist bestimmt, glaube ich, auch noch eine Fee drin. Aber die interessiert uns jetzt nicht. Denn wir wollen ja zum Boss. Und sind nicht auf Feensuche. Ja, ich weiß, man könnte es kombinieren, aber das hätte dann noch mehr Zeit in Anspruch genommen.
Okay, ich dachte, ich kann mich durchglitschen, aber... Dem scheint nicht so zu sein. Gut, ja, Bosstür. Let's go to the boss. Und danke, dass ich jetzt hier die Chateau-Milch vorher getrunken habe. Ansonsten würden wir gleich... Naja, nicht gerade alt aussehen gegen den Boss, aber es wäre schwerer als sonst. Die Erde bebt. Wer mag es sein? Es sind die... Seelenlose Wüstenkriecher. Twin Mode. So, Schwachstellen sind, glaube ich, von diesen Viechern Kopf und Schwanz. So, Titanenmaske auf und auf geht's in den epischen Kampf. Und Link wächst aufs Übelste an zum Riesen. Jetzt haben wir eine gute Chance gegen die beiden. Zur Info, wenn ihr keine Remedy-Milch vorher getrunken habt, beziehungsweise Chateau-Milch, würde sich eure Magie sehr rasch in den Keller bewegen. Deswegen ist es vom Vorteil, ja, ein Treffer, ist es vom Vorteil, wenn man sich die Milch vorher besorgt, weil man dann quasi auch nicht Magie hat. So, das macht sie aber noch nicht wirklich einfacher. Denn wir müssen sie ja trotzdem noch irgendwo treffen. Bam! Ich sehe kaum was. Treffer! Aber es sieht noch ganz gut aus und der erste ist schon kaputt. Jetzt fehlt nur noch sein Bruder. Bam, 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 bam. So, einer schon mal down, jetzt kommt der zweite. Oder der wird bestimmt seinen Bruder rächen wollen. Also im Grunde haben sie nicht viel drauf, wie ihr seht. Sie fliegen eben einfach nur ihre Kreise und ja, attackieren uns. Aber ansonsten hätte ich mir auch, glaube ich, die Feen sparen können. Ja, ich hätte mir die Feen sparen können. Und ich fand diesen Kampf doch relativ einfach, finde ich. Okay, wir können die Maske wieder abnehmen. Epic, wir haben den letzten Wächter geschlagen. Ein Herzcontainer. Twinholz Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske in den Körpern Twinholz gefangen hielt, ist wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung.
Wir haben euch allen geholfen. Mehr können wir nicht tun. Uff. Uns. Das haben sie gesagt. Wir verstehen euch, ohne euch mit den Ohren zu hören. Nun helft auch ihr uns. Wir werden euch vom Dach des Uhrturms rufen. Kommt und verhindert das Schlimmste. Wie? Ihre Stimmen klingen traurig. Ihr wollt nicht? Vergebt eurem Freund. Unseren Freund vergeben? Wem sollten wir vergeben? Was sollten wir vergeben? Tja, Leute, ich weiß es aber. Werd es euch jetzt noch nicht verraten. Nein, ihr werdet es früher später noch sehen. So, der Fluch von Ikana ist gebrochen und ihr seht das Land. Scheint sich nicht zu verändern. Es ist immer noch so trostlos wie vorher. Aber ich würde sagen, das war es halt von Majora's Mask im nächsten Part, ja. Begeben wir uns langsam zum eigenen Feensuche. Also jetzt kommen jetzt mal ein paar Quest-Parts. Und ich werde mir, glaube ich, auch ja, offscreen oder zwischen einblenden mal noch eine weitere Flasche holen. Und zudem mich noch ein bisschen auf Herzcontainer-Suche begeben. Weil für den letzten Kampf werde ich alle meine Kraft brauchen. Also bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute.